Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Es ist eines der schönsten Fahrzeuge der Welt. Remo hat es gebaut, zusammen mit Steffi. So viel kann ich schon sagen. Steffi kommt auch aus der Schweiz. Ist das Aargau? Das ist Aargau, ja. Ja, und das ist ein Scania, man würde schon fast sagen, ein historischer Scania, oder? Ja, fast. Noch nicht ganz, aber fast. Hier vorne ist es drauf, ein 380. Was heißt 380? PS. 380 PS? 380 PS, ja. Und Hubraum, was hat er? 13 Liter. 13 Liter Hubraum? Dann hast du also hinten... 11, ja. Ja, ist egal. 3 Serie, ja. Er klingt gut? Er klingt gut, ja. Ich zeig das mal gerade. Ich sag mal, die Zugmaschine, wo ist die her? Wo hast du die her? Aus der Schweiz, von einer Bude. Okay. Und dann ein bisschen restauriert. Komplett? Fast komplett, ja. Es ist so schön. Also das heißt, du hast ihn komplett auseinandergenommen, hast auch alle Teile komplett nochmal neu lackiert, aufgearbeitet? Ja, also Chassis nicht, aber Rosse durch. Aber Zustand ist fast wie neu, oder? Ja, schon nicht ganz. So, dann das Phänomenale hinten ist ja die Kabine. Das Gewicht ungefähr von der Kabine? Was denkst du? Ja, so 14 hat er etwa im Gesamten, den ganzen Zug, 14 Tonnen. 14 Tonnen hat der Zug und hinten die Kabine, was denkst du ungefähr? Ja, 10, die Hälfte. Ungefähr die Hälfte, 7 Tonnen. Ja. Okay, das heißt, das Scania selber wiegt schon 7 Tonnen. Ja. Krass. Hast du Probleme, irgendwo hinzukommen mit dem? Was heißt, ich nehme mal an, dass nur hinten jetzt die Achse angetrieben ist, oder? Ja, also hinten ist eine Antriebsachse und dem Aufleger ist die Achse auch noch gelenkt. Gut. Ich zeig das gleich mal, was hinten drauf ist. Ja, du hast hinten relativ kleine Reifen. Ist das ein Problem, dass du manchmal Angst hast, der könnte platzen, der Reifen? Nee, oder? Passiert nichts? Nein, ich doppelbereift hinten. Okay. Komm, wir gehen mal gerade zurück. Du stehst hier an einer sehr exponierten Stelle. Hat man dich hier hingestellt? Jetzt mal so eine Frage, weil der ist besonders auffällig. Ja, sie haben gemeint, halt hier parkieren, ja. Ich soll ihn da mal hinstellen. Ja, wir sind im Wildhaus, das ist in St. Gallen. Aargau ist weit weg? Ja, es geht. Nein, Schweiz ist ein klein, also. Nein, ist nicht so weit. Eine Stunde oder was bist du gefahren? Nein, also den Parkplatz habe ich bei Basel in der Nähe und dann sind schon fast 3 Stunden im Lastwagen da. Ja, 3 Stunden ist er hin. So, Unterfahrschutz ist auch in der Schweiz natürlich Pflicht. Was hat denn der TÜV, wie ist der Name vom TÜV hier in der Schweiz? Wie heißt MFK. Der TÜV? MFK. Ja, Motorfahrzeugskontrolle. Und was haben die gesagt? Nicht viel. Beim ersten Mal eigentlich durchgekommen, ja. Durchgewunken? Ja. Echt? Ja, beim ersten Mal gerade. So, was hast du für einen Beruf? Was hast du gelernt? Ich bin Chauffeur, Lastwagenchauffeur, ja. Okay, du bist Fahrer. Ja. Wo? Fährst du LKW oder? Lastwagen, ja. Okay. So, wie sind die Reaktionen? Du fährst jetzt Auflieger seit 2 Jahren oder wie? Ja, seit 2 Jahren ist jetzt etwa fertig. So. Also fertig bist du nie, aber... Kann man damit wegfahren? Irgendwo hin, den hinstellen, ohne dass 5000 Leute kommen? Ja, das ist ein schwierig, ja. Du hast oben drauf eine Terrasse gemacht. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so ein Zugabteil. Es ist hoch, du hast richtig viel Stehhöhe drin. Hast du viel Platz? Ja, hätte schon viel Platz, ja. So, und Zuladung, was darfst du zuladen? Ja, genug. Weiß gar nicht, auswendig. Ich weiß aber, gar nicht. Aber aufs Gewicht musst du nicht achten bei dem. Ungefähr, das heißt das Gesamtgewicht, was darf der wiegen? 18 Tonnen? Nein, ist ein bisschen abgelastet. Okay. Aber da ist immer noch genug. So, obendrauf hast du einen Schirm gemacht, denn die Sonne, die kommt ja. Es war ja Regen angesagt, das sollte ja ganz schlechtes Wetter heute werden. Es kam ganz anders. Ja, nein, ich habe schön auf da heute, ja. So, das heißt, du stehst hier. Jetzt mal eine Frage, wenn du damit zum Beispiel auf der Autobahn unterwegs bist, ja, du musst ja irgendwo hier hinkommen, ja. Ist da eine große Plane drüber, dass du den abdeckst, dass auf der Autobahn jetzt nicht ein Unfall passiert, wenn die Leute den sehen und fotografieren wollen? Ja, nein, ich habe gesehen schon ständig, dass sie föteln und hupen und schauen und winken. Das ja. Tun sie die ganze Zeit, ja, oder? Ja. Krass. So, hinten ist eine kleine Tür, das heißt, du hast einen Zugang. Ist hier Stauraum hier hinten, oder was hast du? Dort ist Stauraum, dort ist Puff drin. Okay. In Ordnung. Ich darf mal reingucken, kurz? Ja, kannst du. Ja, es geht ja nur darum, dass man mal sieht, was ist machbar. Hier oben drauf ist die Terrasse. Die Rückfahrkameras per Funk. Geht das gut per Funk? Ja, das ist gut. Erstaunlich gut, ja. Okay, das heißt wenig Aussetzer. Oben drauf, was ist da drin, Schirme? Campingstuhl. Für den Strand? Ja, genau. So, das heißt, der ganze Aufbau ist aus Holz. Ist Holz nicht teuer geworden in letzter Zeit? Ja, schon ein bisschen, aber... So, der Webergrill. Da hast du eine Bierzeltgarnitur mit drin, einen ganz kleinen Wassertank? Ja, kleiner, ja. Okay. Was geht da rein? 300 irgendetwas sind beide zusammen.
300 Liter Wasser. Geschweißt hast du selber? Ja. Okay. Das heißt, schweißen kannst du auch noch. Hier vorne hast du dann deinen Webergrill mit drin. Da ist die Bierbank mit drin. Ziemlich cool. Aber ich bin mal echt gespannt. Ihr sitzt hier vorne so ganz entspannt. Hast du den Plan irgendwie in CAD oder hast du ihn irgendwie aufgeschrieben, wie du das machen möchtest später? Nein, nur im Kopf. Im Kopf? Ja. Nur du hast angefangen zu bauen? Genau, etwas so, ja. Erst die Wände, nehme ich an? Ja. So, klär mich mal auf. Wie ist der Aufbau? Da ist wahrscheinlich eine Dämmung drauf? Nein, also drunter, das war mal ein Aufleger mit einem Plachengestell drauf. Da habe ich alles abgerupft und dann eine Metallkonstruktion ist drunter und Fossenholz drauf. Krass, so eine große Tür ist mit drin. Da vorne hast du den Auflieger, eine gute Stube. Ich darf mal reinschauen? Ja. Bin mal echt gespannt. So, dass wir sehen, eine richtige Tür, wie man sie kennen könnte aus dem Baumarkt. Ich zähle mal gerade die Stufen. 1, 2, 3, 4, 5 Stufen, dann geht's hoch. So, was ist das für ein Boden? Was hast du reingemacht? So aus dem Baumarkt. Aus dem Baumarkt? Wieder, ja. Ist Laminat oder ja, was? Ja, ist Laminat, okay. Dann eine richtige Küche. Oh, ist das eine Stehhöhe? Das sind 3 Meter oder was? Fast? Fast 3 Meter, ja. So oben so ein bisschen wie ein Bauwagen. Aber das Sensationelle ist doch die Terrasse, oder? Das heißt, du kannst raus auf die Terrasse. Das zeigen wir gleich mal, wie es ist. Hier vorne hast du eine Ablage. Die hast du ganz pragmatisch. Das heißt, du brauchst ja aufs Gewicht nicht zu achten. USB-Platten geholt? Genau. Ich bin total beeindruckt. So, die Kühlbox. Auch hier ganz pragmatisch. Ihr seid oft unterwegs mit dem? Ja, ein bisschen Ferien und wenn ich gerade arbeiten muss, ja. Okay, das heißt, du nimmst sie mal mit, wenn du auf Montage bist, oder wie? Nein, so nicht. Einfach eben, wenn ich Wochenende oder Ferien. Okay. Ich guck mal gerade. Mein Gott, man schläft wahrscheinlich hier toll, oder? Ja, schlafst gut, ja. Das ist ja schon eine Frechheit hier, auch mit dem Bettbezug, so richtig schön Schweizer, ja, oder? Genau. Dann hier vorne hast du dann die Vorhänge mit drin, du hast ganz normale Fenster, du hast Putz hast du aufgetragen von innen. Ja, genau. Das ist ja sensationell, wie ein normales Haus. Wie ist das Raumklima? Fühlt man gut? Ich nehme an, das Holz atmet auch ein bisschen, oder? Ja, schmeckt immer gut. Schmeckt immer nach Holz. So, und Lattenrost hast du mit drin. Unterm Bett kann man auch noch was machen, oder ist da Feierabend? Ja, hätte ich noch einen Stauraum. Okay. Mit Matratze, nicht nehme ich ja. Boah, hast du viel Platz. So, jetzt kommt es noch besser. Er ist noch nicht ganz fertig, oder? Das nein, heißt, nein, ist eine, ich nehme an, eine wandernde Baustelle, die du hast, ja? Fertig bist du nie, nein. Hast immer wieder Ideen und so. Und Heizung, was hast du reingemacht? Heizung gar keine. Gar keine. Das heißt, es ist ein reines Sommerfahrzeug? Sommerfahrzeug, ja. Okay. Nehme an, du hast für jetzt im Winter noch einen zweiten Auflieger? Nein, aber noch eine Wohnung. So, das heißt Pumpe, Druckwasserpumpe, was hast du gemacht? Eine Lilly, oder? So eine vom Baumarkt auch. Okay, vom Baumarkt. Ja. Verstehe. Ja. Ach, ein richtiges Klo. Ein Schwarzwassertank, was hast du drin? Oder ja, 220 Liter Abwassertank kann ich einfach. Dann hast du wie aus dem Baumarkt auch einen ganz normalen Boiler. Ist das 12 Volt oder 230? 32. Ja. 50, 45 oder 50 Liter. Und Batterien, was hast du drin? Ladestockbatterien habe ich. Wie viele? Drei Stück. Wie viele Amperestunden? 600? Keine Ahnung. Egal, genug. keine Ahnung. Du bist der Beste. Es ist phänomenal. So, und hier, du bist ein sportlicher Typ, das heißt, du machst jeden Morgen deine Übungen genau, hier oben, oder? Genau, ja. An der Stange. Man könnte es aber machen, das ist ein tragendes Element. Ja, kannst du auch ankriegen, kein Problem. So, die USB-Platten, hast du sie vorher abgeschliffen, oder? Nein. Nee, einfach aber so. Die sind schon. Die sind ordentlich. So, und jetzt kommt natürlich das Highlight. Warte mal, geh ruhig mal vor, dass wir das Ganze mal sehen. Denn das Wichtigste hier in der Schweiz ist natürlich das ordentliche Bier. Ich zeig mal gerade das Original. Was ist das für ein Bier? Das Feldschlössli, ja. Ja, ist das gut? Das ist sehr gut, ja. Das Feldschlössli. Das nebendran ist noch ein bisschen holländisch sehen. Okay. Wo wart ihr schon überall? Jetzt nur in der Schweiz unterwegs oder auch im Ausland? In der Schweiz und Holland eigentlich. In Holland, wie waren da die Reaktionen? Ja, etwa so wie da. Ja. Jede Woche schauen. Und, ja, gut, ja. Dass die Schweizer so ein bisschen wohnbusmäßig verrückt sind, das ist ja bekannt, ja. Aber ich sag mal, die Holländer, die müssen doch vollkommen verzweifelt sein, als sie das gesehen haben, oder? Ja, dann sind sie schon begeistert gewesen, ja. So, jetzt hast du hier ein Fenster reingemacht.
Genau. Die Fenster waren neu oder hast du sie gefunden? Die sind Occasion, aber für okay. Das langt es, ja. Cool. Occasion. Okay, Gebrauchtfenster quasi. Genau, ja. Aus eBay oder was, ja? Nein, sonst gefunden, privat. Privat. So, da hast du ein Sofa reingemacht. Ihr sitzt man auch. Ihr verbringt wahrscheinlich wenig Zeit drinnen, oder? Das ja, ist dann das meistens ist, draußen. Das ist nur zur Not, eigentlich, wenn es draußen schlecht Wetter wäre, könnte ich daheim auch. Und die Länge vom Zug, wie lang ist der insgesamt? 16,40 Meter. 16,40 Meter. Ja. Hast du da schon mal Probleme gehabt, reinzukommen irgendwo? Nö, du kannst ja fahren. Wenn du kannst fahren, dann geht's, ja. So, ich gehe mal hoch. Ich darf? Ja, ja. So, wir gehen mal kurz so hoch. Und das ist. Ihr setzt euch dann hier hin und dann hast du die phänomenalste Aussicht der ganzen Welt. Obendrauf hast du Blech gemacht, hast das Ganze abgedichtet. Genau, ja. Hält wahrscheinlich 100 Jahre, oder? Wahrscheinlich, ja. So, und der Auflieger, wo ist der her? Der war wahrscheinlich gebraucht, oder? Der ist gebraucht, auch von einer Schweizer Firma, ja. So, dann zeige ich mal. Hier unten ist ein Outdoor-Teppich drin. Ey, ich feiere dich so sehr. Du hast wahrscheinlich mit wenig Aufwand Zeit für den Bau. Was hast du gebraucht? 2 Jahre? 2 Jahre habe ich etwa dreimal gemacht. Aber eben fertig ist noch nicht. Fertig bist du nie. Ja, das ist ja egal, oder? Ich meine, die Optik draußen ist dir auf jeden Fall gelungen. Also wenn er hier steht mit dem Alpenpanorama, er ist auch wieder für geschaffen, oder? Ja, genau. So, hier vorne saßen sie. Deine Frau, die ist direkt mal geflüchtet. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen noch eins. Wir gucken mal ganz kurz ins Fahrerhaus rein, weil ich habe gesehen, du hast es nämlich wunderbar renoviert. Ja, innen noch nicht, aber. So. Kurz mal runtergehen, wenn ihr wüsstet, mit beiden Händen voll. Das ist gar nicht so einfach, aber es geht. So, denn ein, zwei Fragen habe ich noch. Ist das jetzt ein historisches Fahrzeug schon? Oder? Nein, ist noch gar nicht 30-jährig. Aber bald, oder? 95er Jahre gehabt. 95er. So, Power hat er, hat eine Schlafkabine drin? Ja. So, Schweiz, da ist eine zweite Flagge, die holländische. Deine Frau kommt aus Holland? Nein, nein. Ist das die holländische überhaupt? Ja, ja. Okay, gut geraten. Plüsch, Truckstar Festival in Assen. 2019, war der schon da oder? Der war noch nicht fertig, oder? Ja, der Last Tag schon. Momo. Was haben die gesagt am Festival? Ja, Momo. Das Jahr bin ich jetzt mit dem Aufleger gewesen. Und jetzt zusammen mit dem Aufleger? Ja, ist auch gut gewesen. Ja. Auch gut. Ja, innen ist noch alles original eigentlich. Okay. Außer einfach Sitzbezug und so im Vorhang. Ist das schwer, so einen noch zu finden in der Qualität, in dem Zustand? Ja, dass du einen anständigen Zustand hast, ist. Ja, schon nicht so einfach. Und was hat er gelaufen jetzt? 830. 830.000, der fährt wahrscheinlich nochmal 830.000, oder? Ja, wenn du zuschaust, schon. Ja. Ein Turbo, oder? Oh Gott. So, ich habe keine Fragen mehr. Komm, wir gehen mal kurz zurück. Mach ruhig mir nochmal zu. Ich muss noch ein einziges Mal irgendwie noch ein Startbild irgendwie draufkriegen, weil das Alpenpanorama ist so unglaublich. Ja, hier sind wir in Wildhaus und das Ganze am, guck mal auf die Uhr, am 20. August 2022. Du warst nicht da im letzten Jahr, oder? Hast nicht geschafft? Nein, letztes Jahr bin ich nicht gewesen. Warum? Bin ich an einem anderen Treff gewesen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Merci.